Guten Tag, willkommen bei SK Autopflege. Heute haben wir einen super Wachs von Würth, Canauperwachs Legendary. Das probieren wir heute auf dem weißen Mercedes hier aus, der ist gerade poliert worden. Wir blenden euch mal Bilder ein, der hat brutale Kalkflecke auf der Motorhaube gehabt. Vielleicht wisst ihr ja von was, dass sowas kommen kann, weil es kommt nur auf der Motorhaube. Aber na gut, der Lack ist entfettet, frisch poliert. Jetzt probieren wir mal eine komplette Wachsversiegelung von dem Würth. Danach machen wir einen kurzen Wassertest. Dann seht ihr ja, ob es was taugt oder nicht. Also hier seht ihr das Produkt von Würth. Das sind 200 ml. Preis blende mir euch ein. Hier ist noch MAD und alles drauf. Wie ihr seht, noch nicht benutzt. Rieche tut es absolut geil. Wie eigentlich jedes gutes Canauperwachs. Jetzt probieren wir das mal aus. Das ist recht hart, das ist gut, dann nimmt man sich nicht zu viel. So, das sollte man lange oder ein bisschen mehr. Viel hilft viel. Es lässt sich gut auftragen, wie eigentlich alle Canauperwachse. Da gebe ich sich nicht viel. Jetzt kriegen wir mal die komplette Motorhaube ein, lasse die mal 10 Minuten einwirken. Dann trage mal das zusammen ab. Also aufgetragen ist es, ihr seht, es fehlt nicht vieles, nur ein wenig weg hier, oder wenig, nennt man das? Ein bisschen weg, genau. Ein Hauch von nichts, ist jetzt schön eingeschmiert und zieht es auch nicht zu dick, nicht zu dünn, eigentlich genau richtig, immer im Kreis der Bewegungen, Tipp von mir. Ja, jetzt warten wir mal noch 10 Minuten und dann tragen wir das ab und dann schauen wir mal. So, 10 Minuten haben wir rum. Jetzt trage ich mal das gute Canauperwachs ab. Kommt da mal mit her. Bin stumpf? Ja. Ist halt schwer zu erkennen. Wir gehen mal daher. Vielleicht sieht man es sonst. Ja, müsste man da mal erkennen. So, wie es runtergeht. Und es geht wirklich sehr, 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 sehr einfach runter. Zieht das, ich mach's ohne Druck. Geht da drüber. Also eine ganz einfache Sache. Wenn es echt, wenn jemand weiß, wie das sein kann, dass nur auf der Motorhaube so brutale Kalkflecke entstehen, wo man wegpolieren muss. Und das komplette Auto ist eigentlich perfekt. Da war Keramik drauf, der Motorhaube. Und trotzdem, richtig, wenn wir euch die Bilder eingeblendet. Ich weiß nicht, wir verzweifeln an der Motorhaube, was da schiefgelaufen ist. Es war ein bisschen dicker, der Lack, wie vom Rest vom Auto. Also das heißt, diesmal nachlackiert worden, ob das vielleicht an dem Klarlack liegt von dem Lackierer. Wir wissen es nicht. Naja gut, okay, ich poliere jetzt mal komplett ab und dann machen wir einen Wassertest.